Und da bin ich wieder. Und zwar mit einem Auswärtstraining mit Kasper. Ich habe meine Handschuhe vergessen an dem Tag. Es war richtig schlimm. Ich hasse es, ohne Handschuhe zu reiten. Aber Gott sei Dank ist Kasper super weich in der Hand, sodass es echt dann gar nicht so schlimm war. Ja, das ist auch schon ein bisschen länger her, das Video. Das war noch vor unserer ersten Springpferde A in Merkendorf. Da hatte ich mir nämlich vorgenommen, ein paar Mal noch zum Auswärtstraining an verschiedenen Orten mit ihm zu fahren, damit ich ihm das so leicht wie möglich machen kann. Und hier sind wir nach Oppin gefahren. Der Stall wurde mir von mehreren Leuten empfohlen, weil es einfach eine traumhafte Anlage mit einem wunderschönen Sandplatz ist. Und ja, kann ich absolut nur empfehlen. Und das Video ist, wie gesagt, auch schon ein bisschen älter. Aber ich bin ganz froh, dass ich noch so ein bisschen Vorlauf habe, denn ich bin im Oktober und November komplett auf Trainerschein und werde in dieser Zeit keine Videos für euch produzieren können. Von daher ist ja gut, wenn ich schon ein bisschen Vorlauf habe sozusagen. Wir haben jetzt hier angefangen mit den Trabstangen, danach dann angaloppieren und eigentlich oben über das Cavaletti. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell galoppieren, dadurch hat der Abstand jetzt hier zum vorderen Pferd nicht gepasst und ich bin einmal außen rum galoppiert und dann hat Maren das irgendwie auf dieser Hand nicht mehr gefilmt, aber wir haben es dann auch auf der anderen Hand gemacht, also auch über die Trabstangen, dann angaloppieren und dann rhythmisch über das Cavaletti. Und für mich ist das so wichtig, mit Kasper viel Training zu reiten. Den muss er nämlich echt anders reiten als Quintino. Faszinierenderweise, ich weiß. Denn bei Quintino muss ich ja immer darauf achten, dass ich doch ein recht hohes Grundtempo in Anführungsstrichen habe und einen sehr schönen rhythmischen Galopp. Und bei Kasper wird mir immer von allen Trainern gesagt, reite ruhiger. Und ich habe immer total das Gefühl, dass ich gleich auf der Stelle galoppiere und dass ich den irgendwie anschieben muss. Dabei sieht man dann in den Videos, dass es wirklich ruhiger vollkommen okay ist. Der ist halt einfach viel größer als Quintino. Aber da muss ich einfach voll an meinem Gefühl arbeiten, dass ich da nicht ihn immer so vorwärts schieben will. Ja, weiter ging es jetzt hier mit einem Kreuz mit Vorlegestange, auch eine Sache, die er kennt. Auch da habe ich oft das Bedürfnis, ihn so schieben zu wollen, dass ich so sagen will, los rüber, bloß nicht stehen bleiben. Das ist manchmal dann auch schon ein bisschen zu viel, dadurch vermurkse ich dann die Distanzen. Und ja, wie gesagt, wir hatten an dem Tag irgendwie so ein bisschen ein Problem mit Handgalopp. Ganz lustig, weil aktuell ist das überhaupt nicht unser Problem und er wechselt auch sehr schön fliegend. Aber ich habe gerade schon bei Videosichten gesehen, dass das an dem Tag echt häufig vorkam, aber ist ja gar nicht schlimm. Ich habe es dann immer einfach einmal korrigiert. Und ja, ich war super zufrieden. Jetzt kommt hier gleich der Ochser. Da hat er erstmal einen mega geilen Sprung rausgehauen. Ich war echt skeptisch, muss ich halt sagen. Ich bin da so ein bisschen Quentino geschädigt. Und war halt immer bei jedem Sprung, den wir angeritten sind, den wir vorher noch nicht geritten sind, war ich mir immer nicht sicher, ob er das jetzt springt oder nicht, weil es ja ein fremder Platz ist und fremde Sprünge. Aber Kasper ist einfach eine mega coole Socke. Auch hier war ich erstmal so, ja. In-out, Reihe, Ihr erinnert euch an das letzte Training bei meiner Trainerin, da hat das noch nicht so gut geklappt. Aber letztendlich ist Training ja dafür da, an solchen Sachen zu arbeiten. Und er hat es so cool gemacht an dem Tag. Auch hier einmal wieder falsch gelandet, das habe ich dann nochmal korrigiert. Also ich muss sagen, ich war echt mega begeistert. Ich hätte niemals gedacht, dass er das so cool macht. Und ja, er ist halt einfach das richtige Pferd für mich, um so diese Angst, die Quintino in mir ausgelöst hat oder diese Unsicherheit einfach mir zu nehmen. Da waren auch irgendwelche Regenbogenunterbauten, das hat ihn einfach gar nicht gejuckt und es hat einfach so Spaß gemacht, weil ich mich einfach aufs Reiten konzentrieren konnte und nicht dauernd Angst haben musste, dass wir jetzt gleich irgendeinen sinnlosen Stopp reinhauen, weil das Blättchen rechts vom Sprung ein bisschen gewackelt hat. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist einfach ein schöner Ausgleich zu Quintino. Jetzt haben wir, glaube ich, nochmal. Genau, den Ochser zusammengesetzt mit der Kombination. Die Kombination hatten wir ja erst auf Kreuzhöhe gemacht, das war gar kein Thema. Und jetzt seht ihr wieder, dass ich so ein bisschen sehr losreite. Jetzt habe ich ihn auch einmal mit der Gerte angeditscht, dass er wirklich abspringt und sich nicht so zurücknimmt. Jetzt einmal Galopp korrigiert. Und jetzt schiebe ich auch schon wieder so ein bisschen, ne, das könnte ein bisschen ruhiger sein. Dadurch kommen wir jetzt hier in eine blöde Distanz und sind dann hinten, das sieht man gar nicht, sind dann so zwischen den Springständern durchgesprungen, also nicht über den Sprung. Aber das war so ein bisschen, ja, einfach zu sehr dann wieder losgeschoben. Deswegen meinte sie jetzt auch, nimm ihn ein bisschen zurück, nimm lieber eine dichtere Distanz, als ihn da jetzt so nach vorne wieder loszuschicken. Aber das ist halt, Quintino funktioniert nach vorne immer viel besser. Aber ja, jetzt hat es richtig schön und richtig gut gepasst. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich mit Kasper wirklich mal eine Kombination gemacht habe, kommt ja aber auch in der Springpferdeart dran, deswegen war das auch absolut wichtig. Das Ganze jetzt andersrum, also Ochser so rum, hat wieder sehr gut funktioniert. Und jetzt die Kombination andersrum, jetzt ist er auch richtig gelandet. Und ich muss sagen, das Training war wirklich super. Also ich habe ja vorher gesagt, dass wir eben eine Springpferde A in ein paar Wochen haben und ich darauf trainieren möchte. Und das war wirklich super darauf angepasst. Wir wurden sehr gut da abgeholt, an welchem Stand wir reiterlich einfach sind. Und es wurde sich sehr daran orientiert, wo wir sozusagen hin möchten. Deswegen haben wir am Ende dann auch einmal Parcours gemacht. Und ja, ich war super zufrieden und wir sind auch nochmal mit Kasper dahin gefahren. Das seht ihr dann in ein paar Wochen. Also ich war wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden.
jetzt hier nochmal mit Oxer hinten raus, auch gar kein Problem. Aber auch, ich finde es immer interessant, wenn ich so ein bisschen hinterherhinke, in Anführungsstrichen, denn aktuell hat Kasper einen viel schöneren Ablauf am Sprung. Also das gefällt mir wirklich gut, dass wir da doch auch Fortschritte gemacht haben. So, jetzt kommt der Endparcours sozusagen. Los ging es mit dem Steilsprung, der vorher ein Kreuz war. Den haben wir hier super getroffen, da war ich sehr zufrieden. Jetzt kommt die Kombination. Ich habe geschaut, dass ich schön ruhig sitzen bleibe, dass ich ihn nicht nach vorne losschiebe. Das hat gut funktioniert. Wir hatten hinten jetzt die eine Stange, aber gar nicht schlimm. Also das war so ein Wischer. Das war jetzt überhaupt nicht schlimm. Hauptsache mir war erstmal wichtig, durchzukommen. Jetzt sollte ich zum Trab durchparieren und die Reihe wieder aus dem Trab machen, dass wir halt dann wirklich einen Rhythmus haben und das nicht beim Einsprung vergurken können. Hinten war der jetzt ein bisschen höher, deswegen bin ich einmal mit der Gerte rangegangen. Hat er aber super gelöst, also gar kein Thema. Jetzt kommt der Ochser von vorher. Ich habe wieder versucht, mich darauf zu konzentrieren, zu warten, nicht zu sehr loszuschieben. Er hat mir trotzdem eine sehr weite Distanz rausgehauen, aber gar nicht schlimm. Ich habe einfach geschaut, dass ich ihn halt nicht störe vom Ablauf her. Jetzt Kombination wieder andersrum. Hatte ich wieder hinten raus eine Stange. Da hätte ich es ihm noch ein bisschen... Ja, hätte ich ein bisschen mehr zurücknehmen müssen, dass wir so ein bisschen besser aufs Hinterbein kommen, aber auch gar nicht schlimm. Dann noch einmal Steilsprung und dann noch einmal Ochser. Ich war mega zufrieden. Ich hätte niemals gedacht, dass das so gut laufen würde. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meinem kleinen Babypferdchen denkt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Jetzt kommt noch einmal der Ochser, da ist er nochmal richtig weit drüber geflogen. Da die Distanz war wieder etwas weit, aber kein Ding für Kasper, das schafft er schon. Tschüss!